Wer lautstark vor den Gefahren des Internet warnt, wer das Netz als bedrohlichen, bösen Ort darstellt, der die Entwicklung und das Seelenheil aller Kinder gefährdet, dem ist Aufmerksamkeit sicher. Ob im Fernseh-Talkshows oder auf dem Buchmarkt. Das Geschäft mit der Angst floriert. Allein Jugendschutzsoftware ist ein riesiger Markt, der umso stärker boomt, je verunsicherter die Eltern sind. Doch es gibt sie. Eltern, die das Internet nicht verteufeln und die mit der Hysterie der Debatte nichts anfangen können. Hans Dorsch zum Beispiel, Vater zweier Kinder und Autor beim IT-Bücherverlag O'Reilly. Ich glaube, dass es so viel Anregung und so viel Wissen im Internet gibt, wie es nie an anderer Stelle gab. Die Erfahrungen sind die, dass es ähnlich ist wie mit allem, was neu aufkommt, dass es da Angst gibt und dass man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und das geht ja eigentlich auch uns so. Familien wie die Dorschs sind keine Einzelkämpfer mehr. In letzter Zeit melden sich immer mehr Eltern zu Wort, die zur Generation der digitalen Pioniere zählen. Tanja und Johnny Häusler, Gründer des Blogs Spreeblick und der Internetkonferenz Republika, haben der Aufzucht und Pflege des Netzgemüses nun ein eigenes Buch gewidmet. Ich denke, dass wir das Buch in erster Linie geschrieben haben, um eine Antwort zu geben auf diese ganze Panikmache. Zu Beginn war es einfach auch eine relativ kinderlose digitale Gesellschaft. Inzwischen gibt es sehr viele Eltern dort. Die haben im Grunde genommen, sehen die sich plötzlich mit den gleichen Problemen konfrontiert. Für die Kinder von heute, die ganz selbstverständlich mit digitalen Medien aufwachsen, ist das Netz mehr als nur irgendeine Technologie. Es ist ein Kultur- und Lebensraum. Statt zu verbieten oder zu kontrollieren, begleiten verantwortungsvolle Eltern ihre Kinder und vertrauen auf deren Kompetenz. Auch Hans Dorsch war überrascht von der Medienkompetenz seiner Tochter. Sie achtet darauf, dass Fotos von ihr, aber auch von anderen nicht veröffentlicht werden, ohne dass sie oder andere das möchten. Das heißt, da ist sie aufmerksamer als ich. Also dass es nur die Verwandtschaft sehen kann zum Beispiel. Und wenn ich dann nicht drauf achte, dann ist sie sehr böse mit mir. Das Leben ist kein Ponyhof, weiß der Volksmund. Und das gilt auch fürs Netz. Gegen Gewaltdarstellungen etwa helfen Filterprogramme nur begrenzt. Auch wenn die Hersteller das nur ungern zugeben. Und kleinere Kinder sollten ihre ersten Internetausflüge sowieso besser unter Begleitung unternehmen. Der erste Punkt wäre, dass die Kinder das, was sie sehen oder was sie lesen oder als Video sehen, hinterfragen. Zum Beispiel auch daran denken, dass es nicht echt sein muss, dass es unterschiedliche Meinungen oder Ansichten zu Themen gibt. Wenn man aber das Gefühl hat, dass sich was nicht gut anfühlt, da kann man, wenn man das von vornherein begleitet, auch dafür sorgen, dass die Kinder keine Ängste haben, sich an einen zu wenden. Das hoffe ich. Noch gehören Familien wie die Dorschs oder die Häuslers, die sich mit dem Internet auskennen, zu den Ausnahmen. Und nicht immer wissen die Kinder das zu schätzen. Ich glaube, wir sind viel restriktiver als viele andere Eltern. Wir sind jetzt nicht die hippen, schicken Eltern. Ich glaube das nicht. Das sind wir natürlich, aber ich glaube, das wissen sie nicht so richtig. Das Netz verändert die Gesellschaft, auch in Erziehungsfragen. Von Alarmismus und Hysterie profitieren nur die Hersteller von Jugendschutzsoftware und die Autoren aufgeregter Bücher. Für Kinder ist das Internet heute schon ein wichtiger Kulturraum. Einer, den auch ihre Eltern kennen sollten. Sie könnten sonst zu viel verpassen.